Degersheim, eine Gemeinde mit rund 4000 Einwohnern an der Bahnstrecke zwischen Rapperswil und St. Gallen gelegen, hat ein Problem. Wie in vielen vergleichbaren Gemeinden ziehen sich mehr und mehr Hausärzte, meist altershalber, aus ihren Praxen zurück und junge Ärzte wollen oder können nicht übernehmen. Sie haben von ihrer Zukunft als Arzt oder Ärztin eine andere Vorstellung oder verfügen nicht über das nötige Kapital, eine bestehende Landpraxis zu übernehmen oder eine neue zu eröffnen. Am Beispiel Degersheim zeigen wir Ihnen exemplarisch, wie beispielsweise Sentimed, ein Medix-Mitglied, gemeinsam mit Dr. Thomas Meyer, dem langjährigen und äußerst initiativen Arzt aus dem Dorf, ein nachhaltiges Fundament für eine solide medizinische Grundversorgung legen. Ich weiß gar nicht recht, was ich weiter machen soll. Und wird eigentlich eine grosse Anämie. Ich würde mal schauen, ob das schon immer so geht. Noch arbeitet Dr. Meyer mit den jungen Ärztinnen in seiner alten Praxis. Aber schon ab November werden im ersten und zweiten Stock der örtlichen Raiffeisenkasse mehrere Ärztinnen und Ärzte mit insgesamt 200 Stellenprozenten rund 2500 Patientinnen und Patienten betreuen. Herr Meyer, Sie sind seit langen Jahren sind Sie Arzt da in Degersheim. Jetzt machen Sie noch ein neues Projekt. Wie ist es da dazu gekommen? Was ist der Grund dafür? Ich habe mir natürlich überlegt, weil ich doch langsam gegen Pensionierung gegangen, wie das soll weitergehen da in Degersheim. Ich wollte mich persönlich entlasten, habe darum schon junge Ärztinnen und Ärzte gesucht, die jetzt schon mithelfen. Und wir haben gesehen, dass das spannend ist, miteinander zu arbeiten, sind aber räumlich viel zu knapp. Und es geht jetzt darum, dass wir bessere Räume bekommen, dass wir auch für Degersheim ein zukunftsfähiges Projekt machen, sodass es auch nach meiner Einzelpraxiszeit in einer neuen, modernen Form weitergehen kann. Und was entsteht jetzt da im ersten und zweiten Stock über der Raiffeisenbank? Es soll ein modernes Ärztezentrum entstehen. Das ist nicht ein Riesengebilde. Wir sind ein Dorf mit 4000 Einwohnern. Wir rechnen da mit etwa 200 Stellenprozent für die Ärzte. Wir möchten aber doch hier flexible Arbeitszeiten anbieten. Ein Werk, wo auch vielleicht junge Ärztinnen und Ärzte, die Teilzeit arbeiten wollen, wollen angestellt arbeiten können, mitmachen. Und das hätten wir am alten Ort so nicht können verwirklichen. Es ist aber auch für das Dorf wichtig, dass die Grundversorgung hier erhalten bleibt, weil sie ist gefährdet. Man findet heute fast keinen Nachwuchs. Jetzt machen Sie das Projekt mit Sentimed. Wie ist denn der Kontakt entstanden zu Sentimed? Ja, ich kann natürlich nicht mehr in meinem Alter so viel Geld in die Hand nehmen, um das allein realisieren, das Projekt. Und ich habe einen Partner gesucht. Ich bin schon seit der Gründungszeit bei Sentimed dabei. Und Sentimed selber hat sich zum Ziel gesetzt, die Übergangsphase von alten Praxen, Einzelpraxen in neue, moderne Formen auch zu unterstützen. Und so bin ich halt auf Sentimed zugegangen und wir haben jetzt einen gemeinsamen Weg können einschlagen. Herr Schlepper, Sie sind Verwaltungsrat von der Sentimed und sind jetzt auch im Verwaltungsrat von dem neuen Ärztezentrum. Was genau ist die Rolle von der Sentimed in dem Projekt? Also Sentimed als Ärztenetz hat ja ein Interesse, dass die Grundversorgung hier zu Degersheim weitergeht, weil wir sehr viele Patienten haben, die wir hier betreuen. Und der Dr. Meyer als bald abtretenden Arzt, der hat nicht ein direkt persönliches Interesse. Er könnte auch einfach dicht machen. Und darum würden wir so ein bisschen Brücke bilden in Zukunft und eine Lösung ermöglichen, die ja mit einem gewissen Risiko behaftet ist, dass auch junge Ärzte hierher kommen und arbeiten. Das ist eigentlich das grosse Problem der Zukunft. Wie kommen junge Hausärztinnen und Hausärzte in so ein Dorf wie Degersheim, um hier Patienten zu betreuen? Und was kann jetzt Sentimed in so einem Projekt beitragen? Was kann sie einbringen? Also wir können einerseits Kapital einbringen. Wir sind Aktionär von dieser neuen Aktiengesellschaft. Und wir geben auch eine Garantie für den Dr. Meyer, dass er sich zurückziehen kann und wir dann die Verantwortung übernehmen, wenn es nötig ist, für die Praxis. Das Ziel ist aber, dass die Jungen, die kommen sollten, die wir jetzt noch nicht haben, dass die selber dann die Praxis übernehmen und wir in dem Sinn noch die Notstelle überbrücken und verbinden, sodass es auch funktioniert. Jetzt gibt es ja das Problem wie da in ganz vielen Gemeinden, dass die traditionellen Ärzte langsam wegsterben oder sich aus dem Geschäft raus zurückziehen. Ja. Ist das ein Trend, dass ein Sentimed so eine Leistung in so ein Projekt einsteigt?
Ja, das gehört zu unserer Strategie, weil wir genau wissen, dass die Zukunft von dem, was wir möchten, fördern und machen, nämlich gute Grundversorgung für die Bevölkerung, dass das in Gefahr ist, wenn wir keine Ärzte mehr finden und keine Ärztinnen. Die neuen, die jungen Ärzte und Ärztinnen, die haben aber andere Berufsvorstellungen. Sie wollen Teilzeit arbeiten, sie wollen sich nicht verschulden und viel Kapital aufbringen. Sie sind auch nicht so Unternehmer und sie müssen langsam in die sehr dankbare Aufgabe hineinwachsen. Und für das möchten wir ihnen einen Rückhalt sehen.